über 20 Jahre arbeitet Judith Brunschwiler in der Schnapsbrennerei. Dort in Oberutzwil im Kanton St. Gallen stellt die Unternehmerin eigenhändig verschiedene Edelbrände her. Also ich stand hier praktisch den ganzen Tag auf einem harten Steinboden. Für mich ist es einfach ein super Wohlfühlgefühl, wenn ich auf dem weichen Schuh stehe. Er isoliert super, ich habe nie kalte Füße drin. Und was für mich auch ein riesen Vorteil ist, er hebt auf dem nassen Boden wie ein Gecko. Also ich rutsche nicht umeinander, ich habe ein sicheres Gefühl, auch wenn ich schwere Sachen transportieren muss. Von dem her gesehen, ist einfach, ich wünsche mir nichts anderes, es ist einfach perfekt. Der Schweizer Luftküsseschuh Kibut ist heute beim Arbeiten für Judith Brunschwiler ihre treue Begleiter. Dass er so viel bequemer ist als ein normaler Schuh, hat die Schnapsbrennerin nie erwartet. Nicht in dem Mass, absolut nicht. Also vor allem bei mir die Beine, da hat man irgendwie einfach da genommen, das ist normal, das müssen wir einfach haben, wenn man den ganzen Tag steht. Und dass dann da so schnell einfach wirklich das Gefühl weggeht, hätte ich nie erwartet. Die Unternehmerin ist nicht nur vom neuen Lebensgefühl begeistert, das der Kibut mit sich bringt, sondern auch von der Qualität des Schuhs. Also ich traue mich fast nicht zu sagen, es ist mein erstes Modell und es hebt einfach immer noch, er ist untödlich. Und er ist einem so wohl und so bequem, dass man nicht das Gefühl hat, jetzt musst du sofort wieder einen anderen haben. Und der Effekt ist vom ersten Tag an gleich geblieben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, jetzt ist er durch, er ist nicht mehr gleich gut wie ein neuer. Mit gesundheitsfördernden Wohlfühlschuhen befasst sich Judith Brunschwiler schon seit Jahren. Also ich hatte schon den Vorgänger, den MBT-Schuh, gekannt und habe dann nachher im Prinzip einfach das neue Modell kennengelernt durch Kollegen. Das hat mich von Anfang an total fasziniert. Einfach das Gefühl haben können, wie auf Sand oder auf Lehm zu laufen, finde ich etwas Fantastisches, wenn man es auch in der Natur erlebt. Und wenn man jetzt einen Schuh hat, der einem das Gefühl vermittelt tut, den ganzen Tag, ist das einfach genial. Heute ist da und das Laufen für Judith Brunschwiler ein Wohlgefühl. Und das ist ihr wichtig, denn sie ist ein richtiger Genussmensch. Also für mich ist es etwas enorm Wichtiges, dass man geniessen kann. Und sei es eben beim Wohlfühlen auf den Füßen oder eben auch, wenn man etwas zu sich nimmt, dass man da wirklich geniessen tut. Viel mehr gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen. Ausser, dass sich das Probieren auf jeden Fall lohnt. Das Probieren von der Edelbrand aus dem Haus von der Judith Brunschwiler und das Probieren von der Luftküsseschuhe.